Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Baustein Monado. Es geht mal wieder weiter. Ja, nicht die letzte Folge der Woche, wir machen jetzt kurz Pause dann und am Sonntag kommt noch eine Bonusfolge. Nein, Quatsch, jetzt keine Bonusfolge, ist auch nichts Spezielles. Es ist einfach nur noch eine Folge Baustein Monado und dafür kommt kein kein Out of Order. Jetzt haben wir es. Hat kurz gedauert. So, jetzt müssen wir schon die Dinger mal ran platziert kriegen. Wir machen heute übrigens, so wie es ausschaut, den Tribünenabschnitt fertig, Freunde. So, auch schon machen wir den Tribünenabschnitt fertig. Das klebt hier richtig an diesem Ding da. So. Jetzt kommt hier noch so eine Stange rein. Nämlich die hier. Und dann kommt noch dieser, ich glaube, das ist sogar so eine Beleuchtung, oder? Dann wird schon Besprechung sein. Schätze ich mal. Jawohl, jetzt noch hier die... Das Flutlicht, genau, Flutlicht heißt dieses Ding. So. So, ausschieben. Rein damit. Ja, und das war's, meine Damen und Herren. Wir können besprechen. Den Kran können wir anscheinend stehen lassen. Das Einzige, was tatsächlich im Weg steht, als gerade, ist der Betonmischer. Keine Ahnung, warum der im Weg steht. Aber schauen wir mal. Wahrscheinlich steht sogar eh gleich alles im Weg. So, das ist gar nicht der Betonmischer. Oh. Wir haben noch 24 Dachpaneele zu setzen. Ups. Na gut. So. Gut, dann wird es vielleicht heute doch noch nichts, weil 24 Dachpaneele, das ist ein little bit. Das ist ein little bit. Aber damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Aber gut, let's do it. Let's try it. Ist heute Dienstag oder Mittwoch eigentlich? Ist heute Dienstag oder Mittwoch? Ich glaube, das ist Dienst. Ne, ich kann ja gucken, ja, das ist Dienstag.
Auf die Drecksplatten haben wir gar keinen Bock. Es dauert jetzt wieder so lang, dass wir heute doch nicht fertig werden mit dem Abschnitt. Oder gerade so fertig werden. Gewalt durchziehen, weil das wäre sonst schief gegangen. Ein kleines Entlein steht in der Tür. Ein kleiner Pinguin. Jetzt steht hier ein Giovanni Ciagaloni. Ententanz. Bagger werden wir auch noch rausfahren müssen, ne? Ziehen wir es wieder einfach durchs Dach. Du schnellst. Ey Leute, wir schaffen das nicht. Das sind so viele von diesen Drecksdachelementen. Ich glaube fast, dass diese Tribüne trotzdem einer der größten Abschnitte war vom Stadion. Wir haben das schon relativ lang gebaut und wir sind auch noch nicht fertig. Wir werden nächste Folge auch noch ein bisschen weitermachen. Ich denke, dass wir dann Mitte nächster Folge, die übrigens am Sonntag kommt, hier fertig machen. Schätze ich mal. Ich denke nicht, dass wir es heute schaffen. Und dann den nächsten Abschnitt anfangen. Und jedes Mal fahre ich hier unter das Dach. Jedes Mal. Wieder war der Haken drin gehängt. Wieso, der Haken steckt doch gar nicht im Dach. Was ist denn das jetzt hier für Pfuscher-Scheißdreck schon wieder?
Scheiß, schon wieder. Da liegt noch eine mit drauf. Alter, wie viele sind denn das? So, jetzt sind es noch 8 Stück. Es sind noch 8 Stück und wir haben noch 4 Minuten. 3 Minuten eigentlich nur noch. Ja. Ich hab's wieder nicht geschafft, es vernünftig dadurch drauf zu heben. Aber gut. Es könnte arschknapp werden, ne? Es könnte. Häng doch an. Das ist ein Rennen gegen die Zeit. Ein Rennen gegen the time after the time. I don't know what I'm talking about, this shit here. 2 Minuten, 4 Teile. Letztes Teil, das schaffen wir noch, aber dann ist auch die Folge zu Ende. Das heißt, Abschlussbesprechung machen wir dann am Sonntag. Gesundheit! Und mit der letzten Platte würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Wir sehen uns morgen zu Minibrunn oder Sonntag wieder zu Baustimulator 16.15 Uhr. Bis dahin, peace out und ciao.